Lieber Robin, ein großes Thema, für das ja das Silicon Valley auch steht, ist die digitale Transformation. Wenn man da jetzt vergleicht, Österreich, wo stehen wir? Was ist zu tun im Verhältnis zu dem, was sich an der Westküste abspielt? Ja, ich glaube, wir müssen da realistisch sein. Wir werden es nicht eins zu eins wie das Silicon Valley, das wirklich Vorreiter ist, schaffen. Aber mein Traum wäre, dass wir so quasi die ersten Adapter in Europa mal sind und mittelfristig da auch viel mehr eigenes Engagement hineinbringen. Was wäre da ein einfacher Vorschlag? Der aktuelle Verbundvorstand, der Michi Strugel, war, bevor er Verbundvorstand wurde, aus dem Wechsel aus der Politik in Stanford und hat sich dort in einem kompakten Programm über viele Neuerungen der Digitalisierung, wo geht die Reise hin, informiert mit Mitarbeitern. Und ich glaube, solche Initiativen wären ganz wichtig, auf allen, auf der Ebene der Vorstandsmitglieder, auf der Ebene der Politik. Ich würde es ja auch charmant finden, wenn Politiker mal sagen, sie machen, nehmen sich eine akademische Auszeit und schauen sich an, was passiert in Amerika, in Israel, in anderen Plätzen der Welt. Und dieses Wissen mitnehmen und dann vielleicht mit unserer großartigen europäischen Execution Power, wir sind die Weltmeister der Ausführung und des Details, aber wir brauchen ein bisschen was von diesem kreativen Spirit. Und ich glaube, darum geht es bei Digitalisierung, junge Ideen umzusetzen.